Nur zwei Ruhetage werden den Teilnehmern bei der Tour de France gegönnt. Doch ob man den Tag ohne Etappe wirklich Ruhetag nennen kann, bleibt relativ. Für die meisten ist das alles andere als ein Ruhetag. Wie Sie sehen können, wird alles geputzt. Wir bereiten die Räder für die kommenden Etappen vor, wir waschen die Autos, wir kümmern uns wirklich um alles, wir gehen sogar einkaufen. Wir haben am Ruhetag fast doppelt so viel Arbeit. Das Hauptziel ist heute natürlich die Erholung. Diese 24 Stunden werden genutzt, um kleine Gebrechen zu heilen, sich von Sturz und Krankheit zu erholen. Man versucht an diesem Tag all das zu tun, wofür man sonst keine Zeit hat. Es ist auch der Tag der Autogrammjäger und jeder möchte natürlich mit einem der Teilnehmer fotografiert werden. Die großen Favoriten werden von Reportern aus aller Welt belagert. Wenn der Körper seit Tagen daran gewohnt wurde, auf dem Rad zu sitzen, ist dieser Ruhetag gar nicht so gut. Denn es ist nicht einfach, ihn danach wieder auf Hochtouren zu bringen. Nach den großen Anstrengungen bleibt jedoch immer etwas Zeit, um sich wieder auszuruhen.